camminare, edificare, confessare. Willkommen zu Magnificat in 3L TV, komm in Wien, Österreich. Wir bringen eine Serie von Predigten des Heiligen Vaters, Papst Franziskus. Diese werden auch auf der Webseite des Heiligen Stuhls veröffentlicht. Wir lesen sie zum Nutzen aller Gläubigen. Heilige Messe in Cöna Domini. Predigt von Papst Franziskus in der Strafanstalt Regina Zöli in Rom, und zwar am Gründonnerstag, den 29. März 2018. Jesus beendete seine Rede mit den Worten: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Johannes 13, 15. Die Füße waschen. Die Füße wurden in jener Zeit von den Sklaven gewaschen. Es war eine Sklavenaufgabe. Die Menschen liefen auf der Straße. Es gab keinen Asphalt, es gab kein Kopfsteinpflaster. Damals waren die Straßen staubig und die Menschen machten sich die Füße schmutzig. Und im Hauseingang waren die Sklaven, die die Füße wuschen. Es war ein Sklavendienst. Aber es war ein Dienst, der von Sklaven verrichtet wurde. Und Jesus wollte diesen Dienst tun, um uns ein Beispiel zu geben, wie wir einander dienen sollen. Als sie einmal unterwegs waren, hatten zwei der Jünger, die Karriere machen wollten, Jesus gebeten, wichtige Posten zu begleiten. Einer rechts und der andere links von ihm. Vergleich Markus Evangelium 10, 35 bis 45. Und Jesus blickte sie liebevoll an. Jesus blickt immer liebevoll und sagte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Vergleich Vers 38. Die Herrscher, sagte Jesus, gebieten, lassen sich bedienen und ihnen geht es gut. Vergleich Vers 42. Denken wir an jene Zeit der so grausamen Könige und Kaiser, die sich von den Sklaven bedienen ließen. Bei euch aber, sagt Jesus, soll es nicht so sein. Wer gebietet, soll dienen. Euer Oberhaupt soll euer Dienst sein. Vergleich Vers 43. Jesus stellt die historische, kulturelle Gewohnheit jener Zeit, auch der heutigen, auf den Kopf. Wer gebietet, muss, um ein gutes Oberhaupt zu sein, dienen, ganz gleich, wo er sich befindet. Ich denke oft, nicht nur in unserer Zeit, denn jeder ist noch lebendig und hat die Möglichkeit, sein Leben zu ändern. Und wir dürfen nicht richten, sondern denken wir an die Geschichte, wenn viele Könige, Kaiser, Staatsoberhäupter diese Lehre Jesu verstanden und dies getan hätten, statt zu gebieten, grausam zu sein, Menschen zu töten, wie viele Kriege wären dann nicht geführt worden? Das Dienen? Es gibt tatsächlich Menschen, die diese Haltung nicht leicht machen. Überhebliche Menschen, gehässige Menschen, Menschen, die uns vielleicht Schlechtes wünschen, aber wir sind aufgerufen, ihnen noch mehr zu dienen. Und es gibt auch Menschen, die leiden, die von der Gesellschaft ausgesondert sind, wenigstens für einige Zeit. Und Jesus sagt zu ihnen: Du bist wichtig für mich. Jesus kommt, um uns zu dienen. Und das Zeichen, das Jesus uns heute hier im Gefängnis Regina Zöli dient, ist die Tatsache, dass er 12 von euch, wie die 12 Apostel, für die Fußwaschung ausgewählt hat. Jesus geht mit jedem von uns ein Wagnis ein. Ihr sollt wissen, Jesus heißt Jesus. Er heißt nicht Pilatus.
Pilatus. Jesus vermag es sich nicht, sich herauszuhalten. Er kann nicht anders als ein Wagnis einzugehen. Schaut dieses wunderschöne Bild an. Jesus geht in die Dornen gebeugt das Wagnis ein, sich zu verletzen, um das verlorene Schaf zu finden. Heute bin ich, der ich ein Sünder bin, wie ihr, aber Jesus vertrete, ein Botschafter Jesus. Heute sollt ihr, wenn ich mich über einen jeden von euch hin niederbeuge, denken, Jesus ist mit diesen Menschen, einem Sünder, ein Wagnis eingegangen, um zu mir zu kommen und mir zu sagen, dass er mich liebt. Das ist das Dienen. Das ist Jesus. Er verlässt uns nie. Er wird nie müde, uns zu vergeben. Er liebt uns sehr. Sieht, welches Wagnis er eingeht. Jesus. Und so mit diesen Empfindungen setzen wir diese Feier fort, die symbolisch ist. Bevor er nun seinen Leib und sein Blut gibt, geht Jesus für einen jeden von uns ein Wagnis ein und er geht im Dienen ein Wagnis ein, weil er uns so sehr liebt.